Energieschild. So. Und dann nehmen wir das Portal mit. Das weg. Und das weg. Sehr gut. Ja, ein Holz, komm. Ein bisschen Holz, das über ist, können wir ja mitnehmen. Aber ansonsten war hier nur noch schwarzer Marmor, ne? Der ist relativ uninteressant. Ja, gut. Dann können wir weiter erkunden. Ich mach mal den Fleck da weg. Fleck weg. So. Zack. Und zack. Ist nicht eine Lücke, ne? Nee, gut. Da nach da. Da höre ich auch irgendwelche Geräusche. Ich glaube ein Gyal. Da. Irgendwas raschelt hier. Ah, ein Soldat. Da würde ich gerne mal was ausprobieren. Und zwar unsere neue Pumpgun. Komm mal her hier. Oh, ein Zwerg. Oh, ich habe Angst, ihn zu treffen, ne? Durch den Kettenblitz. So viel Damage macht das gar nicht, ne? Ja, ja, doch. Warum regenerieren wir so langsam Mana? Ich sollte schon dicht davor stehen, damit ich auch jedes Mal treffe, ne? Ja, der Zwerg ist down. Eventuell droppt er für uns ein bisschen Weichgewebe. Nur Münzen, na gut. Ja, aber irgendwie Frost ist, glaube ich, doch effektiver. Oh, noch einer. Und ja, ich verzieh mich. Ich gehe mal irgendwo in Sicherheit. F. Und Row. Und Frost. Ja, Alter, Frost. Mein bester Freund. Oh, 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 oh. Damit habe ich nicht gerechnet. Huch. Ich gehe mal hier in Sicherheit. So. Und dann mache ich erstmal den Soldat platt. Tschüss. Und der Gyal ist hier hinter irgendwo. Ich warte mal kurz, bis alles regeneriert ist. Ich baller mir außerdem mal Food, damit die Balken mal ein bisschen länger sind. Warum regeneriert unser Mana so langsam? Ich setze hier mal die Robe auf. Die Kapuze. Da ist er doch. Hui! So. Und dann könnten wir eventuell... Machen wir mal den, nehmen wir den Feuerball für die Zecke. So. Gyalus? Hä? Warum habe ich denn... Habe ich ihn nicht? Ah, jetzt habe ich ihn. Da, jetzt ist es wieder weg. Finde ich sehr verwirrend. Diese Lebensanzeige ist buggy geworden, ne? Ist das bei euch auch so? Oh, hier ist ja noch einer. Wow! Feuer, 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 Feuer! Tschüss! Energieschild. So. Tschüss! Und wo ist jetzt der Gyal? Da ist er doch! Wow, wow, wow! Hey! Das ist unfair. Nicht einfach überraschen. Ah, ich habe einen Zwerg gehört, der geschossen hat. Oh. Ja, ich glaube, das war's mit dem Zwerg, ne? Immerhin Weichgewebe. Und der Gyal ist schon wieder weg. Also die Lebensanzeige, meine ich. Ich mache einfach mal so in den Himmel. Da ist er doch. Da, warum sehe ich sein Leben nicht? Ah, gut. Hat sich erledigt. Dann gib mal deinen Gyalenbeutel und deine Trophäe. Da schmeiß ich Stein weg. Sehr gut. Und dann haben wir die Ecke hier auch. Da würde ich sagen, gehen wir mal nach hier oben. Ja, das ist alles connected, ne? Das ist alles connected. Oh. Alter, sind die flink. Stirb! So. Hier ist... Ach so, ich dachte, hier ist ein Zwerg gestorben. Weil dann liegt da ja immer so ein Haufen Gold. Aber leider nicht. Denn dann wäre da vielleicht ein bisschen Weichgewebe bei gewesen. Wir haben ein Weichgewebe gefunden. Sehr gut. So, was haben wir denn hier? Das sieht aus wie eine Mine. Nee,
Das ist die Ruine, die wir gerade vernichtet haben. Ich habe nichts gesagt. Ich ziehe weg hier. Und der wird uns verfolgen. Dann mache ich ihn gleich mit Frost platt. So, flieg mal hierher. Dann können wir in Ruhe kämpfen. Obwohl, weißt du was? Hier. Pumpgun. Sehr gut. Hier lang. Ist man damit eigentlich auch noch langsamer? Ne, minus 5. Immer minus 5, ne? Egal welchen man hat. Ja. Ja. Da war ein Gyalus Geräuschus. Keine Ahnung wo. Da. Können wir ignorieren. Wenn wir ihn ignorieren können, dann tun wir es auch. Nein, nicht ins Wasser! Oh, shit. Ja, da hätte ich eigentlich mit rechnen können, wenn wir so dicht an der Küste sind. Verdammt! Egal, immerhin haben wir Eiktür aktiv. Das kompensiert das ein bisschen. Das heißt ein bisschen. Das kompensiert das enorm. Ich glaube, der Gerald hat uns gesehen. Oder hat er Zwerge gesehen? Beides wäre... Also, wenn er Zwerge gesehen hat, würde mich das interessieren. Eine Mine! Oh. Ich gehe mal kurz nach oben, um zu sehen, wo der Gyal kämpft. Da! Ja, 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 ja. Da sind Zwerge. Da gehe ich mal hin. Ist das ein Lager oder eine Base? Das ist leider eine Base. Weil bei Lagern sind manchmal Schädel. Oh, da ist er. Das ist ja der Gyal schon. Und eigentlich würde ich hier auch gerne einen Troll noch reinschmeißen. Das mache ich aber, sobald sie mit dem Gyal durch sind, ne? Nee, mache ich nicht. Warum sollte ich? Ach, weil sonst Troll und Gyal gegeneinander kämpfen. Aber ich glaube, das passiert nicht. Heilmagier. Hm, kannst du dich um den mal als erstes kümmern? Sehr gut. So, noch ein. Oh! Den sollte ich vielleicht mal kurz plätten. Ah, macht nicht irgendeinen Angriff. Sehr gut. Dann den Gyalenbeutel. So. Los, tötet sie! Vor allem den Heilmagier, ey. Sonst da, dann macht er wieder seine Heilung und das war's. Alter, ist er gerade so weit weggeflogen? Ich glaube ja. Gut. Los, kloppt auf ihn ein! Kloppt auf ihn ein, bevor er sich heilt! Ein Hit noch! Ein Hit noch! Nein! Ja, Gott sei Dank! Der Heilmagier ist down. Weil der macht am meisten Strich durch die Rechnung, nämlich. Sehr gut. Ich kann mal vielleicht schon mal seinen Loot holen. Vielleicht ist da Weichgewebe bei. Münzen. 4 Münzen? Okay. Ist ja erbärmlich. Gut. Und ansonsten wird hier ganz schön gut aufgeräumt. Sie sind durch wahrscheinlich, deswegen greifen sie mich an. So. Und hier hoch. Hier könnt ihr mich, glaube ich, nicht erreichen, oder? Doch, könnt ihr. Hier aber nicht. Da kann ich euch schön einen Headshot geben. So. Warten wir einen Moment. Ja, vielleicht sollte ich erstmal warten, bis das Mana ganz aufgeladen ist. Ich glaube, das geht dann schneller. Ja. Machen wir so. Oh. So. Ja, ja. Ganz ruhig. Ich, wir müssen jetzt hier kurz einen Moment warten. Ich hoffe, du hast Geduld. Ich erlöse dich schon. Ich habe dich in diese Welt gesetzt, also kann ich dich auch wieder von hier entfernen. Das ist eigentlich für ein bescheuerter Spruch. So dieses, als ob man, weil man die Fähigkeit hat, Leben zu erschaffen, indem man halt ein Kind zeugt, hat man auch gleichzeitig die Fähigkeit, also die Erlaubnis, Leben zu nehmen. Was ist das für ein Unsinn?
gar keinen Sinn. Oh! Hier lebt ja noch einer. Zecke, greif ihn an. Oh, schade. Ja, toll. Da muss ich ja noch einen Troll raufschmeißen, weil mit dem will ich mich nicht anlegen. Es kann ja auch sein, dass hier noch mehr sind. Hallo? Ja, hallo. Guck mal, was ich für dich mitgebracht habe. Volltreffer. Und tot. Ah, nee, doch nicht. Los, ein Hit noch. Tschüss. So, und dann den Troll. Sicher ist sicher, ne? Nicht, dass ich ihn nachher irgendwie angreife und da oben hat ein Sniper überlebt, wie ich schon meinte. Hab ich gar keinen Bock drauf. Hat er die Zecke umgebracht? Ich glaube ja. So. Dann mal hier kurz rum. So. Und tschüss. Dann sammeln wir sämtlichen Loot auf. Wobei wir gleich wahrscheinlich sehr schnell überladen sein werden. Ich guck mal hier unten jeweils immer, ob da auch Weichgewebe liegt. Warte mal, was kann ich denn wegschmeißen? Hier das Kupferschrott, ganz ehrlich. Was sollen wir damit? Also hier lang mal grob alles umreißen, wo Zwerge gestorben sein könnten. Denn dort könnte Weichgewebe liegen. Oh, Alter, wie viel Zeckenfleisch. Zeckenfleisch. So, Zwergentrophäe. Die könnte ich eigentlich auch mitnehmen. Ich baue mal hier das Portal hin. Das Ding wurde schon zerstört vielleicht. Ich guck mal nach. Nee. Oh, sind hier viele Kisten. Sehr gut. Axt. Und weg damit. Ich will so gerne so ein Fass bauen können. Schade, dass es nicht geht. Also klar, mit Cheaten. Ne? Ich meine, ich will ja nicht sehr cheaten. So. Zack. Schiedenes Portal. Und so. Dann sammeln wir sämtlichen Loot. Beziehungsweise, ich sammle den hier unten wieder, ne? Würde ich sagen. Also zerkloppe ich hier erstmal alles zu Kleinholz. So. Und das hier auch. So. Perfekt. Und dann, ja, da wo der Extraktor liegt, können wir eigentlich alles drauf werfen. Das, das, das. Ja, ich schmeiß einfach alles hin. Wie genau wir was mitnehmen, das können wir dann ja immer noch entscheiden. Aber erstmal will ich hier sämtlichen wertvollen Loot einsammeln. Da sind zum Beispiel Kupferbarren, wo wir eigentlich auch die nicht brauchen, oder? Wir haben so viel Kupferschrott, Kupferbarren und hast du nicht gesehen. So, da ist blaue Jude. Komme ich da dran? Jo. Hier ist noch mehr. Hör damit. Halt. Ja, wenn ich hier hochjumpe, ne? Oh, warte mal. Oh, komm schon. Echt jetzt? Das andere habe ich doch auch gekriegt. Gut, wie auch immer. Da eine blaue Jute. Es sei denn, da liegt es jetzt auch oben drauf. Tut es auch. Dann mache ich mal so und jump dann gleich von Dingens zu Dingens. Von Level zu Level. Bis der Endboss kommt. Hier auch nochmal. Und da oben auch. Gut. Aber wie komme ich nach oben, ist die Frage. Da sollte ich mir irgendwie einen Stein suchen. Kann ich hier an dem hochklettern? Gut möglich, dass ich hier hochkomme. Nee. Hier. Ah, so. Verstehe, ich kann nur kurz drauf stehen. Also wenn ich so und dann gegenjumpe, könnte es vielleicht funktionieren. Nein, das war daneben, nochmal. Nein! Shit, ist hier irgendwo ein Stein irgendwo in der Nähe? Ja, hier. Perfekt. Warum mache ich mir dann so einen Umstand? Oh, Energieschild. So. Dann hier hoch. Und wir müssen irgendwie da so rüber sliden. Ich nehme einfach mal Anlauf und let's go. So. Perfekt. Und wenn ich hier oben stehe, kann ich das dann auch grabben? Nee, aber ich kann einfach runterrutschen. Und zur nächsten. Gut. So. Also ich weiß, es ist jetzt ziemlich picky, ne? Aber blaue Jute ist halt nun mal ausschließlich hier zu bekommen. Und deswegen halte ich es für wertvollen Loot. Oder? Ihr doch auch, oder nicht? Ihr würdet es auch mitnehmen, oder nicht?
Denke ich mir doch auch. So, und was haben wir hier sonst noch? Ja klar, also die Dinger geben Kupferbarren, die Dinger geben Kupferschrott. Das lasse ich jetzt mal alles bleiben. Hauptsache Weichgewebe und der ganze Stuff. So. Und natürlich müssen wir uns jetzt überlegen, was wir hier lassen. Da fällt mir die Wahl nicht schwer. Das hier ist worthless. Das, das. Da war schon wieder Kupferschrott bei. So. Dann mal gucken, was haben wir hier sonst noch Wertloses. Zwei Holz. Dann nehme ich lieber die Trophäe mit. Und die Gallenbeutel will ich auch statt Gold. So. 20 Holz. Ja, die können hier liegen bleiben. Gut. Ja, dann hindurch. Hervorragend. Dann würde ich sagen, wir gehen nach unten. Und tatsächlich würde ich dann... Auch obwohl eigentlich noch ein bisschen Zeit wäre, habe ich heute leider nicht so viel Zeit. Deswegen sortiere ich mal alles ein. Und dann würde ich die Aufnahme für heute erstmal wieder beenden. Aber wir machen natürlich da weiter, wo wir aufgehört haben. Warum hat er denn das gerade so komisch gemacht? Keine Ahnung. Der hat das irgendwie gerade komisch gestackt. Aber das hat schon seine Gründe bestimmt. So, Trophäen. Ach, na klar. Das ist eine Gyal-Trophäe. Das ist ja ein Miniboss in Anführungsstrichen. Dann Stoffe. Haben wir jede Menge. Blaue Jute und Dingens. So. Und so, dann machen wir gleich eine neue Fuhre an, ne? Weil wir brauchen wieder was. So, hindurch. Holz. Anderes Baumaterial haben wir hier nicht, ne? Wir haben Gold und Möbel hier. So. Und Gold hier drüber. Sehr gut. So, was haben wir hier noch? Barren, die kommen hier rein. So. Dann Monsterorgane, Metallteile hier, Feuer, dann hier heute, nochmal durch, das Holz kann weg, dann kann ich das Ascheholz aufsammeln, dann hier einsortieren und dann habe ich hier letztes Item, was ist denn das? Ach, eine Kriegertrophäe, gut, ja, dann mache ich mal die hier rein. Monsterfleisch hier. Monsterorgane hier. Sehr gut. Dann Knochen. Rein damit. Das Erz bringe ich gleich nach unten. Höhlenpilze. Nicht Höhlenpilze. Wie heißen sie denn? Ich vergesse immer, wie sie heißen. Rauchwölkchen. Reptilienfleisch. Drei Eggs. Sehr gut. Hier. Und 20 Augen. So. Dann ziehen wir uns die Krone wieder an. Und ich würde sagen, die Schwade behalte ich mal im Inventar, ne? Wir werden ja... Ah, Plusi kommt auch mit nach unten. Willst dich auch dazu gesellen? Und festglitschen? Ne, du gehst lieber in eine sichere Position, ne? Ja, das ist, glaube ich, gar nicht so blöd. Ach, was mache ich denn? Ich wollte doch Harz anmachen. Halt. So. Und Erz hier rein. Da. Nein! Okay, dann mache ich auch die drei weg. Komm, was soll's. So, nach oben. Und die machen auch noch rein. Zack. Und ich hole mal kurz das Harzzeugs. Also hier bei Stoffe. Zwambo. Und Magien-Zwambo. So. Sehr gut. Können wir dann gleich auch nochmal neues Harz holen und nach den Beeren gucken. Auch das steht ja nun mal an. Oh ja, irgendwie tut Plauschi mir schon ein bisschen leid. Aber irgendwie finde ich es auch witzig, dass er da fest glitscht. So, wir brauchen 17. So. Und Co. Da würde ich sagen, ist das dann auch die letzte Fuhre, ne? Mit Eisen. Haben wir ja wieder ein bisschen was vorbereitet. Hauptsache, wir hängen nicht da und brauchen es und haben dann nichts. Ihr kennt mich. Hauptsache da haben, das ist das Wichtigste. So. Dann den 20. Und hier auch nochmal. Dann die Kohle rein. Und
hier aufgefüllt. So. Tür zu. Tür auf und hier rein. So, sehr gut. Und dann gucke ich nochmal hier. Fermentierung. Und der ist mal wieder fertig. Dann mache ich hier mal einen Mana-Trank rein, ne? Warte mal. Ach, stimmt. Da lag ja einer noch oben drauf. So. Sehr gut. Und dann kann ich auch hier das letzte Harz nochmal so reinmachen. Warum auch nicht? So. Sehr gut. Ja, dann läuft das hier alles weiter. So will ich das sehen. Und wir gehen nochmal kurz zu den Beeren und zum Harz. Holen das auch nochmal. So. Los, kommt. Hab nicht den ganzen Tag Zeit. Beziehungsweise die ganze Nacht. Da sind welche. Sofort abernten. Wenn wir sie sehen. Also das mit dem Spawnverhalten der Trauben müsst ihr mir mal erklären. Wie funktioniert das denn? Das schnalle ich nicht so ganz. Wir haben jetzt eine einzige Traubendingens geerntet und das war's? Muss ich länger warten oder wie? Da, da spawnt jetzt was nach. Nee, ich muss nicht länger warten. Sondern, also ich muss zwar länger warten, aber nicht in der Summe, also insgesamt, sondern wenn ich gepflückt habe, muss ich einfach einen Augenblick warten. Da. Finde ich zwar ein bisschen nervig, aber naja, gut. Weil ist ja auch ein bisschen, ne, also du pflückst ja nicht Trauben in echt und wartest einen Moment und dann sind da neue Trauben. Wisst ihr, was ich meine? Das fühlt sich irgendwie so, keine Ahnung. So, ich weiß, dass es hier natürlich nicht die Realität ist. Das ist mir durchaus bewusst. Aber es fühlt sich irgendwie strange an, dass das so gelöst ist. Ja, und jetzt hänge ich hier wieder, ne? Komm, tschüss. So, und dann nochmal kurz zur Nebellandebase. Pilze sind bestimmt auch ready. Ich kann hier schon mal Harz holen. Und die müssten definitiv fertig sein, sind sie auch. So. Ich kann auch gedrückt halten, ne? Kann ich mir mal angewöhnen. So. Einmal alles abgeerntet. Das machen wir natürlich immer als erstes. Und dann sammeln wir alles auf. Oh. Energieschild vielleicht. Wir sind hier immer noch in den Mistlands. Name ist Programm. Mist. So. Die hier auch noch. So, perfekt. Und so. Haben wir das auch abgehakt? Oh, wird es wieder Tag? Oh oh, jetzt aber schnell. Nö. Sah nur so aus, glaube ich. Es ist noch stockfinstere Nacht. Plusti, na, was geht? Hältst du wieder die Treppen im Auge? Top. So, Pilze rein. Ah ja, na klar. So, Staffel platzieren. Die sind natürlich dann alle falsch, aber schon mal auf jeden Fall in der richtigen Reihenfolge. Samen hier rein. Beeren hier rein. Monsterfleisch hier. Harz dort. So. Und ein Holz haben wir ebenfalls. Zack. So. Und ja, das war dann, ne, wir haben wieder ein bisschen was erkundet. Wir haben jetzt hier ein bisschen hübscher gemacht. Und damit würde ich die Aufnahme dann fürs Erste wieder beenden. Hat aber schon Bock gemacht. Ey, wir sind nicht einmal gestorben, wa? Ja, wir waren ja aber auch nicht in den Ashlands. Also wir waren zwar in den Ashlands, aber ist ja kaum was los gewesen, ne? Und das mit dem Askwin, keine Ahnung. Das kriegen wir schon noch hin. Machen wir dann vielleicht beim nächsten Mal. Mal gucken. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und dabei sein. Gerne ein Abo dalassen und ein Like und einen Kommentar, wie es euch gefallen hat. Das wäre super nett und würde mir unglaublich helfen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.